Showdown. Ja, und da wieder schön am Start. Halo 5 Guardians hier online gedöns. Ne, Multiplayer, ihr wisst. Das geht doch hier ab, hier beim Papa Alva. Das könnte doch hier witzig werden. Und das wird doch witzig anscheinend. Auf jeden Fall, was ich nicht so witzig finde, wenn wir jetzt hier gerade dabei sind, mit witzig und nicht witzig, ist das leidige Thema Gruppenzwang. Oder beziehungsweise allgemein Zwang. Bin da so kein Fan von. Von Zwang. Wow. Okay. Allgemein bin ich kein Fan von Zwängen. Zum Beispiel hatte ich jetzt in einem Destiny-Video oder Halo-Video, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es ein, ging es um Thema, ich glaube Destiny war das. Ging es um Thema, ja, wegen neuen Konsolen, beziehungsweise PlayStation, sprich Sony, dass sie nicht so mitspielen, wie man das gerne hätte. So. Ging jetzt nicht um so einen ganzen Punkt, da hat eine Abonnentin, Zuschauerin halt halt was Besonderes gesagt. Sprich, sie ist Sony-Fan, ist ja auch kein Thema. Wie gesagt, ich bin Consolero-Fan, ich stehe auf die Konsole. Ich finde die toll und deren Konsolen allgemein finde ich toll. Bin kein Fan. Oh. Das war jetzt kacke. Bin, wie gesagt, kein, es ging um das leidige Thema Gruppenzwang und, punkto Gruppenzwang in dem Punkt, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich sehe gerade, ich bin anscheinend irgendwie zu laut eingestellt. Oh, scheiße. Ja, toll, muss mal gucken, dass das Video, nachher beim Bearbeiten nicht so toll wird. Auf jeden Fall ging es darum, Zwang von zum Beispiel, einer findet eine Konsole besonders gut, ist ja auch alles schön und gut, aber warum muss der Gegenüber, wenn man sich über Konsolen unterhalten, wirklich auf Brechen kommen raus, zwingen oder Knopf abbacken, Knopf ans Ohr knabbern, oder wie man auch sagen soll, habe ich jetzt vergessen, wie soll ich das sagen? Um eine Konsole einfach aufzuzwängen. Warum? So, das wollte ich die ganze Zeit. Meine Hecke. Warum? Ich meine, wenn irgendeiner... Wow. Wenn irgendeiner... sagen wir mal, auf die Switch steht. Dann ist doch okay, dann lass ihn noch. Wenn er sagt, er findet die Switch toll... dann lass ihn noch die Switch toll finden. Ich hasse auch Menschen, wirklich, ich hasse das. Ich hasse abruptiv, allgemein hasse ich das. Jetzt nicht auf Konsolen bezogen. Allgemein hasse ich einen typischen Zwang. Ich meine, das ist nochmal bei den Konsolen. Wenn ich sage, ich finde Xbox toll, ja warum? Ja, mir gefallen die Spiele und so. Ja, aber die Grafik ist auf der Sony PlayStation doch viel besser. Der Support ist viel besser. Die gehen auf Kundenwünsche ein und bla bla bla. Kundenwünsche, sage ich schon, auf, ja, was weiß ich, auf die Sony-Fanboys ein und bla bla bli bla blub. Das ist mir doch Lattens. Ich finde trotzdem die Xbox dann besser in dem Moment, ja. Ist mir scheißegal, ob die einen besseren Support haben, ob die Grafik da viel schöner ist. Wenn ich die Konsole doch zocken will, lass mich doch zocken. Genauso ist mir der Switch. Ich finde die Switch auch toll. Ja, aber wenn ich so mit eins Person, wenn es um eins Person geht, die sagt, nee, ich bleib Nintendo, ich mag Nintendo, wir wollen Nintendo bleiben. Ja, lass ihn noch ein Nintendo-Fanboy sein. Meine Hacke, warum muss man dann sagen, nee, du musst PlayStation zocken oder Xbox oder. Das musst du machen, mit und machen, meh. Ich finde das zum Kotzen. Ich raff das dann beim besten Willen nicht. Ich raff das wirklich dann nicht. Warum aufzwängen? Warum? Warum muss man sagen, wo? Du bist hier auch ein. Doch, Kerl. Das haben wir aber ganz schön aufgeholt, ne? Warum muss ich dann einen aufzwingen? Weißt du, ich raff das nicht. Ich könnte kotzen bei jedes Mal bei sowas. Auch wenn man so allgemein. Zum Beispiel, wenn du so unter Freunden unterwegs bist.
Auch eine geile Sache. Habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Da bist du rausgegangen mit ein paar Leuten. Ja, alles schön und gut. Man, toll, sind auch neue Leute dabei. Die lernst du erst kennen. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen chillig zu reden, weil, Übersteuerung. Entschuldigung, habe vergessen, den Sound umzustellen. Egal. Der eine trinkt halt keinen Alkohol. Warum? Oh, weil ihm Alkohol halt nicht schmeckt. So, dann hatte ich das in manchen Punkten. Ja, nee, wie du. Ja, trink doch mal. Und derjenige sagt, nein, ich möchte es nicht. Ja, doch, komm, trink mal. Und jedes Mal, bei jedem neuen Tag, wo man rausgeht, ja, komm, trink mal. Ich frage, ey, dann denke ich mir, Alter, da kann ich aber auch nicht ruhig bleiben, ne? Dann denke ich mir, ey, Digga, hast du was gesoffen? Er möchte einfach nicht. Oder RCS möchte nicht. Lass ihn noch. Er möchte keinen Alkohol. Verdammte Hacke. Er möchte nicht trinken. Schmeckt ihm nicht. Will er nicht. Lass ihn doch. Ne? Deswegen. Oh, da könnte ich. Könnte ich böse austicken, ne? Könnte ich so böse austicken, mal so eine Scheiße, ne? Ach, Kerl, das musste ich gerade. Oh mein Gott. Ne, dann. Auch so ein typisches Ding halt, ne? Er trinkt nicht, lass ihn doch. So, und das finde ich so toll, weißt du, lass doch jeden Menschen, wie er möchte. Wenn der eine halt eine Konsole bevorzugt, ist egal, ob die negativ gesprochen wird oder nicht. Ja, dann ist es halt so. Lass ihn doch. Jede Konsole hat seine Vor- und Nachteile, was Schönes. Man verbindet auch mit was dabei. Da sollte man es doch lassen. Oder sehe ich das komplett falsch? Ich glaube, ich sehe das nicht komplett falsch. Oh, verdammte Hacke. Das ist aber auch komplett falsch. Mhm. Okay, nee, dann, boah, dann geht das gar nicht. Wie gesagt, ich lasse da einen. Wenn ich mit einem rede, der sagt, oh, immer, ich finde aber Sony jetzt viel besser als Xbox, ja gut. Oder Switch, ja gut. Dann lass ihn noch. Lass ihn noch. So. Och, nö. Nee, wie gesagt, dann lass ihn. Lass ihn doch einfach machen. Der tut doch nichts. Will doch nur spielen. Will eine Konsole spielen und fertig ist. So. So. Wie gesagt. Kehr. Dann lass ihn doch einfach. Lass ihn doch daddeln. Wir sind doch alle, vor allem, wir sind doch alle Gamer. Und jeder möchte seine Konsole zocken. Oh. Hey. Wie gesagt, was ich jetzt überhaupt nicht verwerflich finde. Jeder möchte doch seine Games zocken. Jeder möchte seine Konsole zocken. Dann lass ihn noch zocken. Nee, lass ihn. Lass ihn doch einfach machen. Na, und, da kann man nicht rumsteckern. Da sollte man auch nicht rumsteckern. Finde ich. So. Kehr da oben, Digga. Jedes Mal denke ich, wenn ich die große Waffe habe, ich krieg's hin. Nein, ich krieg's nicht hin. So. So. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. So, und ausweichen. Okay. Oh, Glück. Alto Belli. Nee, wie gesagt, ist ein Thema, was ich wichtig finde. Wie gesagt, Gruppenzwang, was heißt Gruppenzwang? Allgemein diesen Zwang hasse ich. Ist egal bei welchem Bereich. Leute, zwingt doch einfach gar keinen. Wenn ihr irgendeinen dabei habt, der auf irgendwas Spezielles keinen Bock hat, nicht möchte, lass sie doch einfach. Man kann sich ja austauschen, das ist ja kein Thema. Zum Beispiel, so zum Beispiel, hey, warum magst du Xbox? Ja, so und so und so. Ah, okay. Dann akzeptiert es aber auch, warum der Xbox mag. Ich finde das auch vom also vom Nachbarn dann immer schlimm. Wenn einer dann fragt, so zum Beispiel, warum magst du das und das? Ja, so und so. Alter, bist du behindert, bist du bekloppt und sonstiges. Ey, Alter, halt die Fresse mit den Argumenten. Du fragst mich, warum ich das sage. Ich sag's dir und du beleidigst mich? Ich raff das auch nicht, ne? Das geht mir dann auch tierisch am Zwirn. Ich meine, das geht mir aber tierisch dann am Zwirn. Richtig.
Wenn ich wenn ich mit einem rede und ich sage, ich finde Blau so toll, warum findest du Blau so toll? Weil Blau blau ist. Ja, schön, okay, ich mag Rot. Ja, ist doch super, dann magst du Rot und ich bin Blau. Okay, ist doch cool. Fertig. Finito, gegessen. Man muss sich nicht direkt anbeefen und sowas. Das habe ich auch im Freundeskreis immer gehasst früher, ne? Boah, könnte ich die Leute echt ins Gesicht spucken, geradezu ins Gesicht, einfach in den Rachen kotzen. Entschuldigung, dass ich mich so ausrühre, aber das kriege ich Plack an den Zähnen, ne? Aber gut, können wir ja mal so nochmal quaken, wenn man Bock hat. Schreibt es einfach rein. Entschuldigung, dass ich vielleicht zu laut bin, oder definitiv zu laut bin. Ich werde das gleich einstellen. Wir sehen uns, euer Alpha Chief. Ciao.